Ich höre was. Ich auch. Okay, Ich glaube schon. dann können wir ja jetzt loslegen. Stoneface. Du machst die Einleitung. Hallo. Wir machen heute die Rache. Und wir gucken uns das Video Januar bis März 2023, nicht 23, 22 an. 23 muss noch warten bis zum nächsten Jahr. Wir sind also jetzt von vor 2 Jahren. Genau, die erste Hälfte hatten wir schon mal irgendwann angeguckt. Jetzt kommt noch die zweite Hälfte. Genau. Ich kann Bereit? keine zusammenhängenden Sätze mehr Ja, okay, wir formulieren. fangen einfach an. Ich drück mal Play und spule mal vor bis zum nächsten. Aber schön, dass ihr alle da seid und wieder zuguckt. Viel Spaß bei unseren Reaktionen. Ich bin ja mal gespannt. Wie lange ist denn das Video noch? Noch eine Viertelstunde. Okay, eine Viertelstunde. Jetzt bist du dran. Pass auf. Wir haben gar Habe ich nichts zum schon gesehen. Aufschreiben. Macht nichts, ich brauche nichts. Verdammt. Ich habe ein. So, ich mache mal Pause und hole mal einen Stift. Brauchst du nicht, ich mache das direkt in Ja, Reader. und was ist mit mir? Weiß ich nicht. Ja, Hol den Stift. ich brauche nichts. Gut, mach weiter. Bei dir landet doch sowieso nichts auf der Rache. Was brauchst du, einen Stift? Ich habe ja auch nichts mehr auf dem Suppe. Das ist doch wohl ein Scherz. Also, bei mir ist natürlich direkt das erste Buch ein Treffer. Und zwar zeige ich da von Tom Mitchell Der Pinguin meines Lebens. Und das weiß ich, ist übersetzt von Lisa Kögeböhn. Deswegen habe ich es mir damals geholt, weil ich unbedingt auch meine Übersetzung von Lisa lesen wollte. Hast du jetzt Habe schon? ich schon. Genau, Cleo und Frankenstein haben wir ja gelesen. Kleopatra und Frankenstein. Bisschen gemixt. Ich weiß nicht mehr so genau, worum es ging in Der Pinguin meines Lebens. Ich Sollen meine, wir dass mal der. abspielen lassen? Nö. Nö, das läuft so. Ich kann sonst auch hier mal gucken in meiner Rido-App, die müsste das doch auch wissen. So. Dann kann ich das nämlich direkt auch vom Sub auf die Rache befördern. Und was hat Rido dazu zu sagen? Eine wahre und herzergreifende Freundschaftsgeschichte zwischen Mensch und Pinguin, wie es sie noch nie gab. Der junge Lehrer Tom Mitchell geht mit 21 nach Südamerika, bereist Uruguay und heuert dann in Argentinien als Lehrer in einem Internat an. Was er sucht, ist das ganz große Abenteuer. Womit er nicht rechnet, ist ein Pinguin, der sein Leben verändern soll. Wer rechnet schon damit, ne? Klingt so, als wäre hätte der Autor das selbst erlebt und dann aufgeschrieben. Ja, Ne? ich habe auf jeden Fall schon mal von so einer Geschichte gehört. Genau. Und das Buch ist übrigens von 2016 schon. Das ist bei Fischer erschienen und hat nur 256 Seiten. Sollte Na, also machbar sein, denke ich. genau. Sehr schön. Ja. Ja. Okay. Und ich meine, ich mag Pinguine. Ja. Kann ja auch eine Geschichte zu Pinguinen lesen. Passt zwar mehr in den Sommer, aber das wird. Hast ja noch 3 Monate Zeit. Eben. Ach ja, bis wann müssen wir die eigentlich gelesen haben? Ja, bis in 3 Monaten. Das Wir haben heißt, März, April. nein, März, April, Mai. Siehste? Guck mich nicht so auf. Bis Ende Mai müssen wir das gelesen haben. Die Bücher, die jetzt bei uns auf der Rache landen. Die Bücher, die bei mir auf der Rache landen, weil Jana hat ja keine Rachebücher. Ich habe keinen Suchen, das ist Grundsätzlich das. nicht. Stimmt ja einfach nicht. Wir gucken mal. Wollen wir wetten? Wir machen Play. Pass auf. Na, oh, guck mal, ich habe schon gespoilert. Ich habe es noch nicht gesehen. Gut.
Also, ich habe hier Soulbird von Deborah Hewitt von Anna Julia Strüh übersetzt. Das habe ich abgebrochen. Ja, das ist bei Goldmann erschienen. Das habe ich bei dem durch dieses Bücherabo von der Riemann-Buchhandlung zugeschickt bekommen. Habe ich glaube, im Januar 23 angefangen und dann nach 70, 80, 90 Seiten abgebrochen, weil mich das nicht gecatcht hat. Du weißt sogar noch, in welchem Monat du das gelesen Ja, hast? ich erinnere mich daran, weil ich meine, dass das das erste Buch war, was ich im letzten Jahr gelesen habe. Ist also nicht mehr auf dem Sub. Natürlich nicht. Ich fühle mich ein bisschen gedisst von dir Das kann gerade. überhaupt nicht sein. Gut, dann ist ja alles in Ordnung. Dann machen wir einfach weiter mit Komm, hier, nicht. gib mir das nächste Buch für meine Rache. Jenny hat es eilig, wer da merkt dann, ne? War irgendwas mit Seelen, bla bla. Ich ahne Schreckliches schon wieder. Das in dieser Wohnung oder noch in der anderen Wohnung? Januar 22 muss ja in dieser Müsste in dieser Wohnung. gewesen sein, ja. Oh Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Genau, da halte ich Schweig von Judith Merchant in die Kamera. Wo ist das nochmal erschienen? Bei Kiepenheuer und Witsch, ne? Glaube ich. Müsste Kiwi sein. Das habe ich im letzten Jahr gelesen. Das ist ein Psychothriller und es geht um zwei Schwestern, die am 23. Dezember besucht die eine Schwester die andere. Die wohnt in einem Wald, in einem Haus alleine. Und das ist so eine Art Kammerspiel und man wechselt in den Perspektiven zwischen den beiden Schwestern. Und kriegt dann jeweils mit, was die eine über die andere sagt und ne, die andere über die eine. So. Und die beschreiben ein völlig anderes Bild. Und die Selbstwahrnehmung der beiden ist natürlich auch nochmal völlig anders. Und man weiß nachher überhaupt nicht mehr, wem man überhaupt trauen soll und wer da jetzt recht hat und wer nicht. Und überhaupt. Das Ganze finde ich psychologisch total spannend aufgemacht. Es war in kurzen Kapiteln erzählt und war von vorne bis hinten super spannend und auch mein Krimi- und Thriller-Highlight für Ja, 23. du warst so begeistert und ich habe mir das jetzt direkt von dir ausgeliehen. Ja, guck. Das heißt, es liegt nicht mehr auf meinem Sub, sondern auf Janas. Das wird aber in diesem Video nicht passieren. Auftauchen, Dingens und so. Schade. Genau. Möchtest du es nicht stattdessen auf die Rache bei dir Nee, wandern lassen? so geht das Spiel nicht. So. Licht lang Fackeln. Werbung. Bei uns dürfte gar keine Werbung Ist das eine sein. Unverschämtheit? Ja, immer noch. Zwei Werbespots. Wir haben schon studiert, wir brauchen keine Uni mehr. So. So, das So. nächste, was Jana hochzeigt, hat sie wahrscheinlich wieder gelesen oder aussortiert. Hör mal auf jetzt! So, jetzt, pass auf. Schon wieder ein Elfenbuch? Hast du so viele Elfenbücher Ja, gelesen? Elfenkrone bestimmt. Ach so. Ah. Also da halte ich das Erbe der Elfen von Andrzej Sapkowski. Nee, doch. Hoch. Von Erik Simon übersetzt und bei DTV, glaube ich, erschienen. Das ist Witcher, Band 1. Habe ich gelesen. Schön. Ach was. Geht um den Witcher, um Geralt von Riva und um Ciri. Ja, kennt Und man. um Monster. Ja, Blut. Riesen-Fantasy-Welt. Genau.
Ja. Weißt du noch, wie dir das gefallen hat? Ich fand das super komplex beim Lesen. Ich fand das ganz gut. Also ich mochte das Spiel lieber, also das PlayStation-Spiel und auch die Serie. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht weitergelesen und ich habe auch keine Lust weiterzulesen. Also ich fand es ganz gut, aber nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Okay. So ist es. So, jetzt komme ich wieder. Vielleicht jetzt. Sind wir gespannt. Einen Treffer hatte ich, eins hatte ich gelesen und das dritte. Na, na. Ich halte ein Buch in die Kamera, das ich damals schon gelesen hatte. Sehr gut. Ah, wie oft du das schon in die Kamera gehalten hast auch. Oft, oft. Ja. Und zwar Quiet Girl von Debbie Tung, bei Löwe erschienen und übersetzt von Katharina Hardwell. Und da geht es um Geschichten einer Introvertierten, die da erzählt werden. Und zwar in Episoden über das ganze Leben. Also zum Beispiel, wie fühlt sich eine Introvertierte bei ihrer Hochzeit oder bei Partys oder während der Unizeit oder sowas. Das ist aber auch ein Graphic Novel, Das ist ne? eine Graphic Novel, genau. Ja. Ja, und die fand ich super damals. Auch es war, glaube ich, wann war das denn mein Highlight? 2022 22. dann. Ja. Ja. Stimmt, du warst richtig begeistert. Ja, ich finde es auch richtig toll. Es war schön gezeichnet. Ich fand die Episoden, die da geschildert wurden, so nachfühlbar. Und es war einfach toll. Tolles Buch. Habe ich damals schon gelesen. Ist ja auch Ja. bei einer Graphic Novel ist das auch Ja, nicht schwer, das ne? stimmt. Cool. Es Yay! bleibt bei einem Buch vorerst. Es geht weiter. Es bleibt bei einem Buch. So, pass auf. Noch nicht gelesen. Ja, Verzweiflungstaten von Megan Nolan bei Blumenbar erschienen und übersetzt von Lisa Kögeböhn. Das habe ich auch gelesen. Natürlich. Natürlich, steht da oben irgendwo. Genau, es geht um eine. Ich weiß nicht, ich glaube, die hat keinen Namen, deshalb erinnere ich mich nicht daran, wie sie heißt. Die Kann sich gut Hals sein. über Kopf in so einen Mann verliebt und dann Siehst du, ich sage ja, das mit den vollständigen Sätzen wird heute nicht mehr einfacher. Die verliebt sich Hals über Kopf in diesen Mann und die stürzen sich beide auch sehr überstürzt in diese. Wo stürzen die sich hin? Überstürzt, überstürzt stürzen sie in die stürmische Beziehung. Und müssen dann feststellen, dass das alles, oder sie muss, glaube ich, eher feststellen, dass das alles, ja, dass sie sich so ein bisschen selbst aufgibt für ihn. Und das ist natürlich nicht so gesund ist. Punkt. Das stimmt. Das ist nicht Das ist gesund. nicht gesund. Ich wollte das eigentlich auch noch lesen. Ja, ich hör mal, du kannst es dir Nee, du leihen. lass mal. Mein Sub ist gerade schon wieder groß genug. Groß genug. So, ja, bevor ich Kaffee trinke, mache ich weiter. Dann trinke ich Kaffee währenddessen. Schön, kann ich mich zurücklehnen, wenn du arbeitest hier. Das ist super, ne? So. Ach. Na, guck Guck an. mal, du zeigst deine eigenen Übersetzungen in den 90er-Videos. Oh. Das Schön. hast du wohl mehr als einmal Das gelesen. habe Mehr ich, als genug. ja, würde ich auch sagen. Und zwar war das Die bronzenen Bestien von Roshni Chokshi, Band 3 der Goldenen Wölfe-Trilogie, die ich mit Hannah Fliedner zusammen übersetzt habe. Und ja, damals haben wir, glaube ich, noch unsere Übersetzungsbücher in die Kamera gehalten. Mittlerweile machen wir es ja einfach clevererweise so, dass wir der anderen ein Belegexemplar schenken und die hält es dann für uns in die Kamera. Das ist nicht ganz so cringe. Ah, ja. Kommt nämlich Hast du ganz es nicht durch. auch hier irgendwo? Ja. Ach, guck.
Dann kann ich es doch auch hier mit der venezianischen Maske. Genau. Die ist auch sehr passend dazu. Ich weiß, deswegen weil das liegt ganze die Jahr da. In Venedig spielt. Guckt. Ist das nicht schön? Wundervoll. Cool. Die passt gar nicht an mein Gesicht richtig. Genau, so. Geht. Das Serafin. Ist ja so eine Quest-Story. Also, wo Quest die. Story. Quest-Story. Wo die Rätsel lösen müssen, um bestimmte Artefakte zu finden und so. Und das zieht sich eben durch. Ob wir ein bisschen albern sind. Fast gar nicht. Das Ganze zieht sich durch die Bände 1 bis 3. Band 1 spielt in Paris, Band 2 in Sibirien, Band 3 in Venedig. Und es geht um die immer gleiche Freundesgruppe, die so ein bisschen. Die passen. Da gibt es doch auch einen Trope für. Found Family oder ja. So? So heißt es, ne? Mhm. Genau. Ja. Und ich finde die Charaktere ganz toll in dem Buch. Ich mag die. Sophia. Ist cool. Ja. Habe ich auch alle drei schon gelesen übrigens. Mhm. Wollte ich ja. Schon mal sagen. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Danke. Das heißt, das wandert bei keiner von uns. Auf die Rache? Nee. Bei mir schon gar nicht. Ich habe das nämlich mit Sicherheit 5-mal gelesen. Wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr. So ist es. Ich mache weiter hier, während du da weitermachst. Müssen die Bänder hier so runterhängen? Ist das nee. Gut? Ist mir egal. Es geht jetzt weiter hier. Achtung, Achtung. Konzentration. Ach so, habe ich vergessen, die Autorin zu nennen? Ui. Es geht ja auch hier nur um dich und um Anna. Ja. Ach, das war's schon. Das ist fertig, das Video. Hey, das war ja super langweilig. Gut, dass wir so rumgealbert haben, nur zum wenigstens zum Angucken. Krass. Hä? Krass, hier steht echt nur noch Geplänkel. Ja. Bla 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 bla. Spul noch mal vor, nicht, dass wir irgendwelche Bücher übersehen haben. Nein, also. Zurück meinst du ja, mit vor. Entschuldigung. Logik und so funktioniert auch nicht mehr in meinem Kopf. Oh Mann, ihr müsst ganz schön was aushalten heute in unserem Video. Hoffentlich habe ich überhaupt auf Play gedrückt. Das wäre ja noch lustiger jetzt. Da ist nichts mehr. Nee, ich meine hier, ob wir da wieder richtig eingesetzt haben. Es kam mir so wenig vor. Ja, aber es hatte doch bis dahin abgespielt. Ja, trotzdem. Phileas von Saga, Himmels Turm, das ist Dingels, Teil 2, ja. Elfenthron, das war schon. Tiger. Stimmt, das hatte Mr. ich schon. Parnassus, ja, ihr wollt, Frauenliteratur. Ja, das war, ja. Hatte ich schon mal. Okay. So, so. Okay. Okay. Krass. Dann sind wir ja schon durch mit der Rache für diesmal. Na, das lief doch gut. Das war ja ein Fest. Das heißt, ich muss bis Ende Mai nur ein Buch lesen. Das heißt, ich muss gar nichts lesen. Du kannst es mir ruhig mal gönnen. Mal, vor allem. Wie viele Bücher hattest du noch mal beim letzten Mal auf der Rache? Ach. Zero. Mhm. So. So, das war unsere sehr erfolgreiche Rache. Ja. Gut, dass ich mir keinen Stift geholt habe. Ja, das hätte sich überhaupt nicht gelohnt. Habe ich ja gesagt. So, jetzt machen wir hier Schluss. Ja. Bis dahin. Ciao. Oh Gott.